Ja, Chat, was ist der Plan? Wir wollen, also was heißt wir? Ihr wollt gar nichts. Ihr wollt mich nur leiden sehen. Ich will Tintenfische töten für ganz viel Farbe. Ich brauche ganz viel schwarze Farbe für meine Gläser, für die Fabrik. Das hat der Deschke damals hochgebaut. Und wir haben noch keine Tintenfischfarm bei uns auf dem Server. Dementsprechend habe ich da nicht eine easy Quelle, wo ich an Tintenfische rankomme. Und ich war noch nie in meinem Leben in Minecraft in so einer Unterwasser-Tempel-Dungeon-Festung. Und ich dachte mir, wir kombinieren das einfach. Wir ziehen los, suchen so einen Dungeon, so eine Festung und werden unterwegs ein paar Tintenfische töten. Ich bin so bereit für eine weitere Seemannsgeschichte. Ja, und unterwegs erzählen wir uns ein wenig Seemannsgarn. Arrrr! Riba! Ah ja, 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 ich bin ein mexikanischer Pirat. Sondern meint ihr, man kann das von oben sehen? Easy oder was? Wieso sollte ich das von oben eher erkennen? Kam auf dem Wasser schon als der Pirat. Ja, ich fühle mich zum Wasser hingezogen. Kannst du mal Seemannslieder singen? Volle Fahrt, Santiano! Und irgendwas mit einer Buddel voll rum. Leinen los, volle Fahrt, Santiano. What do we do? Dieses dummes Schild. Ich kann hier nicht schwimmen. Okay, doch. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas. Theoretisch brauche ich ja eigentlich gar keinen Unterwasserhelm, Chat. Kein Tauchhelm. Wir drehen einfach das Boot um auf den Kopf. Und dann kann ich ja darunter Sauerstoff haben. Haben wir doch auch bei Fluch der Karibik gesehen. Wie geht nochmal dieser TikTok-Seemann-Shanty? Yo ho! Yo ho! Ru, 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 ru. Irgendwie so geht er. Gänsehaut. Arschloch. So, wie erkennt ihr jetzt so eine Unterwassersiedlung, Chat? Wie erkennt ihr von oben Atlantis? Das ist quadratisch. Was ist quadratisch? Ich muss einfach auf eine quadratische Fläche unter Wasser achten, oder was? Ich hätte mir eine Angel mitnehmen sollen. Dann hätten wir bestimmt jetzt so die Gegner, die Items ranangeln können. Bett. Ja, Atmung 3 ist schon echt stark, ja. Der dachte, der entkommt von mir. Hä?
Junge, wie viele hier sind, Leute. Ich glaube, hiernach gibt es auf so einem Server keine Tintenfische mehr. Ich habe das Ökosystem kaputt gemacht. Aber im Ozean, nicht im See. Das ist ein Fluss. Entschuldigung. Du musst auf der Karte einschalten, dass du die Tiere siehst. Wie kann ich denn Tiere sehen? Track Player. Oh, das wollte ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Kann man irgendwie so in der Ecke auch sich so eine Minimap einblenden mit der Mod? Der kommt aus dem Wasser. Ja, ich finde schon genug Tintenfische. Auch ohne Looting, denke ich. Das musst du alles extra runterladen. Ah, okay. Weil wir sind ja eh jetzt noch mal ein bisschen länger unterwegs hier. Im Waterin, Waterin, Waterin. Die Villager sind noch draußen, obwohl die Zombies unterwegs sind. Hey! Wer wollte mir meinen Car klauen? Glocke! Alle rein! Das ist ein Waypoint? Lol. Ich habe was Neues entdeckt. Einen neuen Waypoint. Kann ich den mit einer Eisenspitzhacke abbauen? Kartentisch. Papier. Weil dann nehme ich den mit. Das wäre mein erster Waypoint. Dann haben wir immer einen Rückweg nach Hause. Entschuldigung. Okay, was auch immer das hier ist. Piep, boop, piep. Ausrauben, während sie schlafen. Wenn sie aufwachen, ist ihr wertvollstes Stück weg. Der Waypoint. Mit Holz wärst du wie Fully Dully. Und wir wollen nicht sein wie Fully Dully, oder? Diese Babys, ey. Ja, lass abhauen. Ah, wo ist der Waypoint? Boah, Chat, unser erster Waypoint. Crazy, oder? Zack. So, wo ist mein Bötchen? Denn ich glaube, ich baue den ab und dann schwimme ich da weiter, ne? Ich meine, ich hätte jetzt die Nacht hier skippen können. Aber juckt. Guck mal, ich habe schon 16 Tintenfischbeutel. Das sind 16 mal 8 viel. Viel.
Nee, ich baue das nicht mit der Scholzspitzhacke ab. So. He did the math. 16 mal 8 sind 80, sind 48, sind 128. Mathe-Mann. Der ist Lava. Also ihr guckt hier mit auf die Minimap, ne? Wenn ihr, wenn ihr was seht, schreit, ne? Spiele, die ich mich auf dieses Jahr freue, keine Ahnung, was dieses Jahr kommt. Bestimmt. Ich meine die Map. Ich habe keine Minimap. Ich meine die Map hier. Kam for real alles schon. Nee, es kam noch einiges dieses Jahr. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Komme ich auch irgendwann raus aufs offene Meer? Wer ist der denn? Ist das eine Wasserleiche? Der sieht ja super gruselig aus. Der leuchtet einfach. Ne, es kam irgendwas dieses Jahr noch Geiles. Außer Elden Ring DLC. Irgendwas kam noch. Ja, Dawn Trail kommt dieses Jahr noch. Ja, Wukong ist halt Hit or Miss, ne? Ich hab schon Bock drauf, aber ist halt Hit or Miss. Neue Atlus-IP? Kommt die dieses Jahr? Ja, Silksong, klar. Kommt ja dieses Jahr noch. Metapher kommt Herbst. Oh, okay. Ja, das ist bestimmt nice. Dawn Trail ist nice. Dragon's Dogma habe ich noch nicht gespielt. Unicorn Overlord habe ich noch nicht gespielt. Sandland wollte ich mir anschauen. Stellar Blade wollte ich mir anschauen. Trails Through Daybreak, soweit bin ich noch nicht. Ich habe noch viele Teile vorher, die ich spielen muss. Also es kommen schon einige interessante Titel dieses Jahr noch. Warum sind auch alle coolen Spiele dieses Jahr RPGs? Ja, Mann, ist schwierig. Schwierig. Ja, haben wir vorhin darüber gesprochen, Jules. Ich freue mich dieses Jahr eigentlich nur noch auf Paper Mario 2 und FF14. Aber sonst mal schauen, was noch angekündigt ist. Vielleicht kommt ja endlich Metroid Prime 4. Metroid Prime 4. Chat, sind das Hinweise für eine Untergrundfestung? Hier sind so random bemooste Blöcke. Ist das ein Hinweis? Nein. Also ja, an sich, das Videospieljahr 2024 ist eigentlich wieder echt geil. Ist eigentlich echt wieder sehr geil. In 2 Wochen kommt das FF16 DLC. Das wird auch Banger. Ach, das spielst du jetzt erst Dragon's Dogma 1 vorher. Ich dachte kurz, da sind Fackeln drin. Jemand ist hier gewesen. Ja, wieso spielst du Dragon's Dogma 1 vorher? Ist doch das gleiche Game nochmal.
Damit willst du ja sowas von die Lust nehmen wahrscheinlich. Weil dann bist du ausgebrannt. Zweimal hintereinander dasselbe Spiel zu spielen. Jo, wie schnell der weg ist. Jo, die Wasserleiche ist so gruselig. Wie die leuchten, Mann. Und dann gehen die aus. Ja, komm, scheiß drauf, so tief gehe ich nicht. Wir werden schon beim Tauchen nach einer Festung dann eh viel unter Wasser unterwegs sein müssen. Da werden wir schon was finden. Wipethrough? Ist das dieses geklaute Game von den Palworld-Leuten? Meinst du das? So, einmal über den Berg, wa? Kannst du mir die Leiche ausmachen, ist so hell. Schnee! Bin ich denn hier gelandet, Mann? Ich bin in Skyrim. Kann so eine Festung unter dem Eis sein? Bestimmt, ne? Sowas von tot. Ich werde gleich in die Lava reinrasen. Jo, was war das denn? Für eine Eingangshalle. Kurz mal reinschauen. Ist das Update so groß von Stardew Valley? Wer ist das? Ein Schneefuchs, Leute! Der ist ein Schneefuchs! Der ist ultra selten, oder? Ist der super selten? Oder haben wir die schon 20 Stück auf dem Server? Der ist gerade bestimmt schon eine Fuchsfarm, oder? Schneefuchsfarm? Sonntag versteigern. Ich habe halt kein Lasso dabei. Aber Schneefuchs Sonntag versteigern, das wäre eigentlich echt stark, ne? Ich kann ihn leider nicht mit dem Waystone mitteleportieren, ne? Nee, das geht nicht. Ich bin ja super weit weg. Ich bin ja von der Lush Cave ausgelaufen. Versteigern. Ja, die wollen Sonntag, Dash hat für Sonntag ein Event geplant, ein Auktions-Event, wo dann jeder irgendwas mitbringt, was er versteigern möchte. Haben wir schon. Was haben wir schon? Glaub nicht, aber heißt ja nicht, dass ich nicht wieder 200 Stunden reinstecken kann. Also. Grundstück versteigern. Ich kaufe Thesis Grundstück. Ja, ich kann theoretisch hier meinen Waypoint hinsetzen. Alles Mögliche dafür holen. Was ich brauche, um den Fuchs zu fangen.
Aber das Problem ist, ihn zurückzubringen. Der ist ja super weit weg. Also ich denke, dass er super weit weg ist. Ich habe keine Ahnung, wo unsere Base ist. Welche Koordinaten. Ich glaube, ich bin hier wieder verwirrt mit den Nachrichten. Ich weiß nicht, was an mich gerade gerichtet ist. Weil ich wieder den Chat habe, wo ich nicht sehe, wer wen anschreibt. Scheiße Fabrik, Fuchs ist wichtiger. Ja, ich wollte jetzt einen Unterwassertempel suchen und werde jetzt mal 3 Stunden lang mit einem Fuchs laufen, oder was? Wegen Content Warning. Ich hab's in die Bibliothek für 0 Euro geholt, ja, aber keine Ahnung. Ich habe noch nicht mit den Jungs gesprochen. Ob die drauf Bock haben oder ob die das mit dem Buben spielen. I don't know. Ich setz mal hier kurz einen Waypoint hin, Leute. Reku Beku. Wie weit sind wir entfernt von der Oase? -1200. Da sind 1000 Blöcke in eine Richtung. Und ...1300 in die andere. Ist das weit? Ich habe irgendwie gar keinen Bezug dazu. Ach, da war sogar Plus. Oh, ist das sogar ein Plus. Da sind ja dann fast 5000 Blöcke. Leute, das ist ja viel zu weit weg. Aber ich denke mal, die Versteigerung wird am Spawn stattfinden. Der Spawn ist näher dran. Was geht eigentlich, ne? Dafür ist die andere Koordinate beschissener. Ich weiß ja nicht mal, ob das was Seltenes ist. Ist das so selten, so ein weißer Schneefuchs? Ist es immer was Besonderes? Der hat doch bestimmt eine Schneefuchsfarm. Und überlebt er überhaupt im Spawn? Das ist ja gar kein Schnee. Einfach versteigern und demjenigen, der es ersteigert, sagen, Jero, das kannst du hier abholen. Ich versteigere nicht den Fuchs, ich versteigere den Waypoint, der zum Fuchs führt. Ist doch egal, ob selten oder einfach nur. Ja, es geht aber um die Versteigerung. Wenn bei uns jeder auf dem Server 20 Schneefüchse hat und ich komme da an und sage, ich möchte einen Schneefuchs versteigern. Was ist das? Da kann ich auch einen Erdblock versteigern. Nee, der ist nicht despawned, der ist immer noch da hinten. Darum geht's mir ja. Dass der süß ist, klar.
Ich würde ihn sogar selber gerne behalten. Zwei Steinblöcke und ein Erdblock. Nein. Okay. Chat, was brauche ich, um einen Schneefuchs zu tamen? Nametag oder Boot? Ja, ein Boot habe ich ja. Kann ich ihn anleinen? Oder kann ich ihn hinter mir herlotsen wie eine Katze? Man kann Füchse nicht tamen. Das heißt, ich muss ihn aus seinem Habitat einfangen. Leine. Kann der mit ins Nether kommen? Auch nicht, ne? Wahrscheinlich. Was ist das für Geräusch, Alter? Ja, ins Nether, dann kann man vielleicht irgendwie teleportieren mit Nether. Dann ist es vielleicht kürzer. Das ist doch mit dem Trident zu langsam ist. Nicht, wenn er einen Nametag hat oder in einem Boot sitzt. Also es gibt keinen Weg. Ich muss laufen. Muss ich mir jetzt echt ein Schwert holen? Muss ich mir jetzt echt ein Schwert holen für ein paar Netze? Ja, ich komme gerade in dem Chat nicht hinterher. Ich bin auch verwirrt, welche Nachrichten an mich gerade gehen, welche nicht. Ich muss das dringend ändern. Da ist ja Wasser. Das waren, glaube ich, nur 5 Stück, ne? Das weg, 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 das weg. Tintenfisch können wir hier lassen. Schleim, so. Ja, im Bett. Ich habe keine Wolle. Ich muss noch mehr Spinnnetze sammeln. Ja, die Türen waren gedacht für unter Wasser, weil irgendwie kann man damit Seifenblasen heraufbeschwören.
Ich hab kein Schwert mehr! Reicht das für ein Bett? Miau! Ich hab weiße Wolle! Ich brauch das Spinnennetz gar nicht. So. Wir gehen auf Schneefuchsjagd. So, wie mache ich das jetzt? Zack. Zack, okay. Die miese Sau wird jetzt angeleint. Und jetzt ist es weg. Der ist noch da hinten. Aber hier sind super viele gefährliche, böse Gegner. Ich habe keine Ahnung, was ein Better MC Pack ist. Ich hab Name Tag vergessen, Chat. Guck mal, wie er Angst hat! Ich werde dich verteidigen! Er ist weg. Zickzack, zickzack. Der ist so krass. Nicht in die Lava! Er hat gerade Zombiefleisch gegessen, Chat. Der hat einfach ein Dia-Schwert oder so. Der Fuchs hat einfach gerade Zombiefleisch gegessen, Junge. Was bist du für ein Monster? Oh, das kommt gut auf der Auktion an, Leute. Wie setze ich ihn jetzt ins Boot? Chat, wie setze ich ihn jetzt ins Boot? Storys verkaufen sich, ja. Okay. So. Okay. Wir haben es gleich. Wie wichtig ist überhaupt jetzt ein Name-Tag an der Stelle? Verdammt, ich komme nicht hoch. Wenn er im Boot ist, nicht so sehr, weil er nicht despawnt. Draußen ist sehr wichtig. Also, okay, wenn ich ein Nametag, das, wofür man ein Nametag braucht, ist, dass er nicht despawnt. Jetzt habe ich halt keinen mitgenommen. Ich hoffe, er despawnt jetzt nicht. Wenn ich ihn jetzt nochmal kurz hier alleine lasse. Hat er meine... Der hat meine... Er hat mein Lasso im Mund.
Aber wenn ich jetzt ihm einen Namen gebe, dann kann man ihn nicht mehr umbenennen, oder? Gleich nimmt er dich mit. Doch, kann man, okay. Wie geht das? Muss ich den Fuchs in den Amboss stecken? Nametag muss in den Amboss, nicht in den Fuchs. Jetzt lege ich ihn da rein. Und die jetzt? QB, das Schneeungeheuer. So, und jetzt kann ich es ihm geben. QB, das Schneeungeheuer. Okay, es hat geklappt. Gesprochen wie ein Zwölfjähriger. Yeah. So, okay. So schnell war der Fuchs noch nie unterwegs. Ich hoffe, ich verliere nicht aus dem Boot gleich, wenn ich so schnell hier bin. Scheiße. Jetzt ist er nur halb so viel wert. Ne, den kann man umbenennen. Ja, er rudert gerade. Nein, mein Boot. Ich hab noch eins. Wir müssen nach Südosten. Boah, da sind ja alles nur Land. Versuch mal hier lang zu gehen. Nein, der Fuchs wird nicht sterben. Er hat die Leine wieder zurückgegeben. Achso, nee, das ist meine. Das ist ja ein Katzensprung. Ja, die Reise jetzt ein bisschen länger. Ich wollte eigentlich Tintenfische sammeln. Und eine coole Unterwassertempel suchen. Und jetzt haben wir QB das Schneeungeheuer gefunden. Ich hätte ihn Ford nennen sollen, ne? Ford von Borealis. Gab's ein Tempolimit? In Minecraft gibt's kein Tempolimit. Und wir haben noch auf dem Server keinen Polizisten. Nee, Ford wegen Dark Souls 3, nicht wegen Fortnite. Und hier ist eine Festung, Chat.
Es gibt keine SE-Anzeige, es gibt nur E- und S-Anzeige, okay. Der Junge wird versteigert! Ja! Ja, mein Süßer. Ja, das wird eine lange Fahrt. Wobei es geht, glaube ich. So schlimm ist das nicht. Ich habe meinen Waypoint vergessen! Ja, ich kann ihn abholen, wenn wir bei einem anderen Waypoint sind. Hat jemand die Koordinaten gemerkt vom Spawn? Es waren irgendwas mit minus 400 und... Was war das andere, Chat? Circa 190 ungefähr, okay. Ich habe irgendwelche Blätter unterwegs gesammelt, Seetang. Das Ding kann nicht boosten, ne? Ich kann unterwegs nicht essen? Doch. Willst du auch ein Stück? Nein? Okay. Leb jetzt einfach da, nein. Das ist ein Endermann. Was war das für eine Hütte? Da hing so ein Villager-Dorf. Ja, wäre geil, wenn er irgendwie schneller paddeln könnte oder so. Neue Spielmaschine habe ich schon bestellt, ja. Kommt Freitag. Was KG als nächstes Modpack Forever Stranded spielt. Oder Sky Factory 4. Ich kenne nicht mal das Main Game. Da ist noch ein Waypoint, Leute. Ich kenne noch nicht mal das Main Game. Ich bin absolut nicht bereit für irgendwelche Mods. Mijiari. Ich habe einen neuen Waypoint gefunden. Da kommt irgendwie ein Skelett-Raid oder so. Lieb den Kleinen. Vielleicht verkaufe ich ihn doch nicht. Subgift, wenn du den Fuchs jetzt killst. Nein, ich werde den jetzt nicht killen. Ist aber auch echt eine weirde Stadt. Ich habe die Leine liegen gelassen. Ich meine, QB hat auch noch eine Leine im Mund. Aber ja. Besser zwei Leinen. QB? Er trinkt gleich. Der Song ist von Digimon World 2003. Es gibt aber irgendwie auch keine anderen coolen Boote in dem Spiel, oder? Man kann nicht irgendwie ein größeres Boot oder sowas bauen, oder? Irgendwie mit Laternen oder sowas. Da haben die in Minecraft nie großartig was gemacht, dahin, ne? Maximal ein Bambusboot. Ja, aber die Flying Lamp kann halt da nicht schwimmen, wenn ich sie nachbaue. Das ist halt schade. Wäre cool, wenn man irgendwie auf dieses, wenn man so auf Boote noch was draufbauen könnte. Und die dadurch theoretisch dann auch schwimmen. Ist das ein Turm?
Turm up! Johnny hatte ein Bambushaus, Hermine, wir hätten uns... Wofür brauche ich jetzt ein Bambusboot? Ich denke mal, ein Bambusboot ist jetzt nicht großartig anders als das Boot hier. Hier ist eine Unterwasserfestung. Ist das eine Unterwasserfestung, Chat? Nein. Aber wieso ist hier random irgendwas gebaut? Ist ein Schiffswrack. Ah. Wann ist die Auktion, Deschke, am Sonntag? 18 Uhr, oder? 18 Uhr. Das heißt, wir müssen eigentlich auch noch einige Dias farmen. Damit ich auch was zu bieten habe, wenn irgendwas Cooles jemand verkauft. Ich glaube, der See wird mich nicht komplett durchführen. Hoffentlich gibt es ein besseres Segel. Und Relius, dankeschön für 33 Monate. Ja, ich habe in meiner Höhle noch einige Dias. Oh, wir können durchfahren. Grüne Meile! Also die haben seit einer langen Weile die Dörfer in Minecraft komplett revamped. Gibt jetzt biomspezifische Dörfer, die alle komplett anders aussehen. Ah, das ist ja cool. Ach so, das ging an Draghi, okay. Ich hasse es. Grüne Meile, ja, wenn du Auto fährst und alles ist grün. Und du kannst immer durchfahren. Grüne Meile! Zum Glück habe ich diese Mod installiert, Mann. Dann weiß ich immer, dass das hier Wasser ist, ne? Wenn ich mich fragen sollte, was ist das Blaue da? Das ist Wasser. Also hier gibt es nirgendwo einen Unterwassertempel, ne? Yo, da ist bestimmt ein Dingens hier, Chat. So ein Dekoling. Der hat da so eine Aufgabe für mich. Bei uns heißt das Grüne Welle. Und Smonpon, danke für 28 Monate. Nee, ich habe Rebirth noch nicht durch. Ich habe die letzte Woche so gut wie gar nicht gespielt. Ab heute spiele ich wieder. Die sind eigentlich recht easy zu spotten. Ja, irgendjemand meinte, es ist einfach ein Quadrat im Wasser, aber ich sehe nichts. Der Fuchs ist auf dem Weg zum Spawn, ja. Der wird am Sonntag versteigert. Scheiße, da kommt eine Landmasse. Da ist ein Schiff, ne? Piraten! Sie wollen mir meinen Fuchs klauen! Ich muss mal mehr nach
mehr nach Osten fahren. Ich bin sehr weit nach Süden gefahren, aber kaum nach Osten. Ja, der Fuchs, so wie ich den Fuchs hier mitnehme, so wurde auch Chopper rekrutiert. Einfach gekidnappt, der Kleine. Oh nein, jetzt sag nicht, dass so ein riesiges Land da hinten. Nein. Ich wollte halt da durch eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich hier außen drum herum komme. Da ist halt Sand. Sand ist ein Zeichen für mehr Wasser. Naja, ist keine Wüste, das... Scheiße. Und da fängt, kommt noch mehr Land. Ich glaube, wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Ich meine, ich muss ja noch immer noch ein Stück nach... Ja, das ist schon Westen. Ich glaube, hier sind wir letztens gelaufen, als wir das Enderportal gesucht haben. Da sind wir an dem Ding vorbeigelaufen. Das war irgendeine Farm von Deshka. Nicht raften! Nicht raften! Oh, oh. Da geht's ja voll tief runter. Was passiert beim Raften? Ich weiß nicht, ob es in Minecraft sowas gibt. Aber in der echten Welt ist es ja so, diese verrückten Leute, die irgendeinen Fluss runterdüsen mit ihrem kleinen Bötchen, der aber dann so richtig steil ist und richtig starke Strömung und so. Raften. Schmaften. QB? QB? Was ist denn sein scheiß Problem? Wieso springt er da runter? Mag er mich nicht? Du läufst zu schnell. Ich finde, ich lauf gut. Also normalerweise beschwert ihr euch, dass ich immer nicht sprinte. Und ich soll sprinten? Jetzt sprinte ich mal nicht und jetzt bin ich zu schnell. Entweder ich bin euch zu langsam, entweder ich bin euch zu schnell. Ribbit. Junge. Ess ihn! Komm doch jetzt. Was ist da? Das ist nur eine kleine... Oh, da hinten ist viel Wasser. Vielleicht da lang, Chat. Und dann können wir wieder schwimmen gehen. Er will das Hühnchen? Oh nein, kein Hühnchen für dich. Der hat sogar Schaden bekommen.
wie er angegriffen hat. Jetzt komm! Das ist ja wirklich ein Schneeungeheuer. Du hast doch schon eine Hähnchenkeule im Maul. Jubi, ich bitte dich. Der hat's gegessen. Was für Tierquäler? Wo quäle ich ihn? Wie gehst du mit deinem Hund spazieren? Ja, mit einer Leine. Bist du denn auch ein Tierquäler oder was? Was ist das für schöne Blumen? Sind die selten? Kann man die bei einer Auktion versteigern? Blaue Orchidee. Das klingt besonders. Das Bubatz. Gibt es tatsächlich nur im Sumpf? Hier ist aber doch kein Sumpf. Das soll ein Sumpfbiom sein hier? Leute, die Runde versteigern, traue ich das zu. Ich meine, ich habe den Fuchs ja gerettet. Ich meine, hast du gesehen, wo er war? In der Höhle voll mit Zombies. Ich habe den Fuchs eigentlich gerettet. Endlich. Jetzt hat er wieder mein Seil im Maul. Was ein Süßer. Let's go! Weiter nach Osten. Okay, da kommen wir durch. Vielleicht war es dein Zuhause. Nein, das waren alles voller Zombies. Der wurde da in die Enge gedrängt von diesem Zombie. Junge, noch eine Farm. Was ist das denn schon wieder? Aber das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen für, hey, du bist in der Nähe von... Du bist gar nicht mehr so weit weg vom Spawn. Wenn überall hier Dashkes Farms sind. Eine Trident Farm. Ah, okay. König der Zombies. Nee. Scheiße. Vielleicht ist da ein Weg. Hier ist ein Bett. Chat! Da! Ich habe eine Unterwasserfestung gefunden. Da ist ein Quadrat. Woher willst du das denn wissen? Ich bin Fuchsflüsterer. Ich bin Fuchsprofi. Ich habe Minecraft-Füchse studiert. April, April. Chat, habt ihr gestern irgendwelche Jokes gemacht? Habt ihr irgendwie eure Freunde oder so verarscht oder Familie? Habt ihr gestern irgendeinen Joke gemacht? Immer noch bessere Studienfach als Philosophie. Ich bin der Joke. Ja, ich habe gesagt, dass Cannabis legal ist. Nee, das ist ja kein Joke. Ich glaube, das ist von so Bösewichten, ne? Von Raidern. Oh, da ist irgendwie so eine Fee. Da war eine Fee. Ist die selten, Deschke?
Warte, ist das Hook 2? Ich habe keine Ahnung, wer Hook 2 ist. Hook 2. Hook der Zweite. Wer ist denn der? Okay, wie es aussieht, können wir den an Deschke versteigern. Den können wir an Deschke versteigern. Ich darf jetzt nur nicht zu schnell schwimmen, ne? Sonst kommt er nicht hinterher. Einfach Lösegeld von Deschke. Vielleicht kauft das jemand anderes ab. Vielleicht bietet ja jemand mehr als Deschke. Ah, ich bin zu weit in den Westen gefahren. Scheiße. Mann, ich sehe, ich weiß nicht, wie schnell ich sein darf. Ich sehe, ich kann halt nach... Moment. Ich mach den hier. Ich glaube, ich kann Vollgas geben. Er fliegt über alles drüber. Seit wann so smart? Ja, da oben ist bestimmt ein Meer. Und dann können wir da oben lang. Sind wir wohl bald da? Leider nicht. Ich habe jetzt einen ziemlich weiten Weg, Umweg gemacht. Ja, ich weiß, ich muss nach Osten, aber ich komme halt nicht irgendwie ans Meer ran. Da ist Deschke Space. Magst du Brot? Magst du Brot? Ja, er mag Brot. Hä? Was mit Hook dem Zweiten passiert, Chat? Der ist einfach in den Boden. Hook, der Zweite ist weg. Das ist ja denn super lästig, dann die zu transportieren, oder? Brot? Wenn er jetzt die ganze Zeit sich so wegporten kann unter die Erde. Ja, wir müssen halt dringend irgendwie ans Wasser wieder rein. Ihr kommt hinterher, oder? Ich hasse Hook. Die Leine ist weg.
Ja, mit so steigenden, sinkenden Blöcken ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig mit der kleinen Fee. Ist Hook das Lösegeld echt was wert? Ja, schon. Ich weiß nicht, wie viel Geld dafür bekommen, aber allein schon, dass ich die anderen dazu bringen kann, dass die Dashkes Haustier ihm wegkaufen. Das gefällt mir. Nein. Dass dann irgendwelche Freaks da sagen werden, nee, ich will nicht, dass Dashke den hat. Und ihm das einfach über ihn bieten. Das ist das Wichtigste. Mir geht's um den Wettkampf. Scheiß auf Hook. Ich laufe die ganze Zeit nach Westen. Wieso laufe ich die ganze Zeit nach Westen? Ich bin so dumm. Ich bin so ein Trottel. Wie ist denn das passiert? Jetzt komm! Nach Süden ist nicht so schlimm, weil wir müssen eh nur ein Stück nach Süden. Oh, goldenes Schaf, Chat? Ist das selten? Auktion? Das ist nicht gelb, das ist Gold. Ich erkenne Gold, wenn ich Gold sehe. Mann, dieser fucking Fuchs. Jetzt komm doch zurück. Boah, sind die beiden anstrengend ohne Boote, ey. Sind die mies anstrengend ohne Boote. Das ist der Dashke. Verschwinde! Das sind meine! Er will die mir klauen. Stream Sniper. Ich gebe dir fast 5 Stacks schwarzes Glas für meinen Hook 2. Nö. Ja, dann Krieg. Nein, kein Krieg. Wir haben Friedensvertrag. Auf dem Server ist Frieden. Hier ist kein Krieg. Tomo, danke schön, 29 Monate. Er spielt einfach Beast-Damer-Klasse. Ich habe absolut keine Ahnung, was diese Fee ist und was diese Fee kann, Chat. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Ich weiß nur, es ist blau, es leuchtet und Dashke mag's. Okay, wir sind bei Dashke angekommen. Mein Fuchs! Er hat wieder sich ein Hühnchen geschnappt. Bleib stehen!
Er will meine Tiere klauen. Er will meinen Fuchs klauen. Ja, pass auf, hast du gehört, wie er gerade dieses Hähnchen zwischen deinen Zähnen zerdrückt hat? Das könntest du sein. Das ist ein Schneeungeheuer. Was hat er da hinter sich? Junge, sieht aus wie so eine Libelle, Alter. Die gerade irgendwie in Paarungsposition geht. Moment. Der hat doch hier so Eistunnel gebaut. Ich bin so bereit für die Paarung. Er hat doch so... Nee, das ist Maeve's Space. Das ist gar nicht Dashke Space. Dashke hat mit so ein paar Leuten eine Connection gebaut per Eistunnel. Aber ich weiß nicht, ob er das mit Maeve gemacht hat. Dann wäre das echt ein easy Weg. Obwohl, vielleicht nicht für Hook, dem Zweiten. Für den wäre es vielleicht kein easy Weg. Ach du Scheiße. Na, ich glaube auch Hook, der Zweite, wird auf so einer Eisbahn nicht mitmachen, ne? Hook, jetzt komm rein. Hook, komm rein. Und Ansei Wave, dankeschön für 39 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich hasse Hook. Ich hasse Hook. Ich hasse ihn. Jetzt komm doch. Soll ich dich boxen oder was? Danke. Bitte fall da nicht runter. Du Schwein! In Form eines blauen, süßen Geschöpfes. Hi, Loch, Vorsicht. Da war ein Creeper, wo ist ein Creeper? Oh man. Sag das nicht. QB ist tot, wenn ein Creeper explodiert. Ich hoffe, da kommt gleich Wasser. Ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Mit diesen zwei scheiß Freaks. Gib den beiden deine Dia-Rüstung. Das wäre sick. Könnte ich die einfach ausrüsten. Oh, das Wasser. Hook! Mein Gott, der eine bleibt am Block hängen, der andere will ein Hähnchen fressen. Was ist das hier? Da war ein Dragon Egg, was? So, hab dich. Wir sind wieder im Wasser, jetzt geht's wieder ein bisschen schneller. Und Arkroni, dankeschön für dein Tier 1 Sub. Lass ihm doch das Hähnchen. Nein, er ist schon mega überfressen. Ich will da so ein geiles Tier verkaufen und nicht irgendwie so ein überfettetes Tier. Das Wasser hat mir gar nichts gebracht, oder?
Gute Idee, wenn Keggy sich meinen Ally nimmt, nehme ich das Drachenei. Was soll die Scheiße, hä? Du denkst, du hast Macht über mich? Scheiße, wo ist meine zweite Schlinge, Leute? Hat er sie wieder im Maul? Er hat sie wieder im Maul. Hier, kriegst du ein Hähnchen. Hier. Der Trade immer. Immer dieser Trade. Nee, ich bin nicht in den Westen. Ich bin immer noch in Richtung Osten. Bin schon 300 Blöcke in den Osten gekommen. Hey, hier waren wir vor 10 Minuten. Ja, da waren wir vor 10 Minuten, Chat. Oder vielleicht vor 20 Minuten. Und ab hier bin ich irgendwie komplett in den Westen gelaufen, anstatt Osten. Mann. Ich glaube, ich versteigere Hook nicht. Ich bringe ihn einfach um. Diese Genugtuung, die ich dadurch bekommen werde, das kann kein Preis auf diesem Minecraft-Server bezahlen. Das wäre voll lustig. Oh. Das wäre voll lustig, hätte das Dashke nicht mitbekommen. Und dann am Sonntag bei der Auktion kommt dann so Hook. So geht Keggy mit seinen Mods um. Der Hook ist nicht mein Mod. Okay? Hier, nimm das Ei. Ja? Achso, ich hab's eingesammelt. Mag er Eier? Eier mag er nicht. Aber Brot. Oh mein Gott. Wieso sitzt der jetzt da drin? Hallo! Oh mein Gott. Ich hasse diesen kleinen Pimmel, ey. Ich hasse ihn. Weißt du, so eine kleine Überquerung, erstmal eine halbe Stunde, Alter. Aber das ist hier wie mit dem Dingens. Das ist hier wie mit diesem Rätsel, mit dem du hast zwei Wölfe und ein Schaf und du musst sie rüberbringen. Aber die Wölfe dürfen nicht allein sein mit dem Schafen, sonst sterben die Schafe. Aber die Wölfe dürfen nicht zusammen sein, sonst paaren die sich und dann gibt es noch mehr Wölfe.
Und dann fressen sie den Typen, der sie rüberbringt. Mann! Wie er mich dann noch immer so scheiße anguckt. Da ist ganz viel Wasser, Leute. Wir sind fast da. Wie jemand meine scheiß Leine in den Mund nimmt. Okay. Fast da. Ja, sind wir halt wirklich. Da ist ein Enderportal. Kann die Fee theoretisch Diamanten suchen? Ich habe keine Ahnung, was diese Fee kann. Ich weiß nur, dass sie Maldeschke gehört hat. Mehr weiß ich von dieser Fee nicht. Wieso man diese Feen überhaupt haben will, keine Ahnung. Ob er sie wegen Deko hat, ob er die irgendwie züchtet oder so, ob die irgendwie Diamanten auskacken, I don't know. Der kann ein Drachenei finden. So hat Deschke das Drachenei gefunden. Da hinten ist Rapunzels. Das ist Rapunzels Turmchat. Das ist Maves Shop! Ich dachte, da hat jemand Rapunzels Turm nachgebaut. Mein UI ist weg. Ich bin, was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Hä? Was ist das? Nimmst du eine LP auf? Was ist das? Oh, aber mein UI ist immer noch weg. Okay. Das ist F6. Da wird man, geht man in so einen betrunkenen Modus. Ich habe nicht alles gedrückt. Der gibt mir meine Leine nicht zurück. Das sind das scheiß Brot. Und gib Ruhe. Ah, Deschke! Oh, dieses miese Arschloch. Ja, viel Spaß mit dem Boot. Ist egal, die Leine ist weg, aber ich habe meine Tiere. Ich habe meine Tiere. Nee, ich glaube, mein Doggo hat die Leine. Alles gut.
Es ist alles wie immer. Doggo hat die Leine. Doggo hat die Leine, alles gut. Ja, das Problem ist, ich kämpfe hier gerade gegen einen fucking Stream-Sniper. Ich habe halt keine Chance, mich zu verstecken und zu fliehen. Ja, stimmt, das ist Brot, scheiße. Ich habe die Leine verloren. Ich überlege gerade, wie komme ich an eine Leine ran? Kennt jemand die Koordinaten von meiner Lush Cave? Ja, das Ding ist, ich kann mich nirgendwo verstecken. Theoretisch könnte ich ja jetzt hier mich irgendwo zubuddeln und die Tiere dort bis Sonntag lassen. Aber Dashke weiß, wo das ist. Ich muss die Koordinaten ausmachen. Koordinaten aus. Quartz. Wie geht das, Chat? Ich mache einfach Stream aus. Unbekanntes Ziel. Okay, ist aus. Jetzt müssen wir uns verstecken. Ja, stimmt, ne? Dashke kann sich, ihm gehört die Konsole. Er kann sich einfach zu mir porten, ne? Ja, ich habe keine Chance. Ich muss Hook abgeben, Chat. Ich kann nicht gewinnen. Der sieht sowieso, wo du bist, ja. Ich kann nicht gewinnen. Wir müssen Hook aufgeben. Chat. Ich werde Hook umbringen. Ja, wenn ich ihn töte, dann kriegt den Dashke nicht. Auch mit Cheats kriegt er ihn nicht wieder. Was passiert mit ihm? Frag doch Maeve. Maeve kann nicht cheaten! Wieso hält er sich so schnell? Oh mein Gott. Aber dir eine Leine geben. Ja, das bringt mir ja nichts. Auch wenn ich eine Leine habe. Wenn ich auch eine Leine habe. Dashke wird das halt klauen. Muss Stream schließen, ich halte es nicht aus. Ich muss es töten. Man kann gegen Game Master nicht gewinnen. Das einzige, wie ich jetzt gewinnen kann, ist, ich töte es. Ich töte es. Was anders geht's nicht. Das ist der einzige Sieg. Ja, aber ich wollte dein faires Angebot nicht. Und daraufhin wolltest du es mir klauen. So.
So funktioniert das. Ich klaus dir nicht. Ich hab's gefunden. Wenn sie ja ach so wichtig war, wieso hast du es nicht gesucht? Hä? Jetzt gehört es mir. Und ich entscheide über Leben und Tod. Und wir werden es jetzt hinrichten. Hier und jetzt. Willst du ein Ei? Wir müssen ein Statement setzen. Ich bringe es nicht wegen meinem Ego um. Ich habe das Tier gefunden und will es für einen Sonntag behalten, für ein Auktionshaus. Aber Deschke will es mir klauen. Es geht hier nicht ums Ego. Es ist hier ein Machtspiel, was er mit mir macht, was er mit mir treibt. Das ist es. Und ich mache da nicht mit. Es versteckt sich vor dir, es hat Angst. Ich stehe auf meiner fucking AFK-Farm, gutes Machtspiel. Ja, und was hast du gerade gemacht, als ich 2 Zentimeter in der Nähe von der Oase war? Genau. Mir versuchen, meinen Gewinn zu klauen. Du hast 20 Stück davon. Das ist Machtspielerei. Und die Macht, die du ausgenutzt hast, ist das Stream-Snipen, du Monster. Ich weiß nicht, wie viele Hooks es gibt. Es gibt mindestens 2 auf jeden Fall. Es gibt mindestens 2. Vielleicht kann Maeve sie verstecken. Der streamt ja nicht. Jetzt petzt er. Er will sich schnell. Warte. Maeve, glaub ihm nicht. Maeve muss Streit schlichten. Wo ist meine Leine? So. Wir verstecken uns. Bei uns nach unten. Wir kommen von unten in die Oase, Chat. Wir bauen hier eine neue Basis. Ja. Maeve nicht auf meiner Seite, was hat er geschrieben? Danke, Maeve. Das Brot ist sehr lecker.
Eisen. Charisma 100. Ich kann die nicht schieben, ne? Kann ich die schieben? Ich kann die nicht schieben, ne? Ich kann die nicht schieben, oder? Nur mit Wasser kann ich die schieben, oder? Muss ich gleich noch schauen, welche Koordinaten das sind. Aber nicht on stream. Und das VOD muss ich privat stellen. Scheiße, ist Editor. Ich muss ihm die Rolle im Stream hier eigentlich nehmen. Er kann die VODs selber managen. Er ist Editor. Verdammt. Eigentlich muss ich ihn bannen, ne? Und den Stream so einstellen, dass gebannte Leute nicht zuschauen können. Eigentlich wollten wir zu einer Wasserfestung, ja. Ja, ja, Fackeln mache ich gleich. Gut gemacht, Kelly. Du lenkst hier an der Tiere, dass du das Opfer bist. Ich bin das Opfer! Ich hab das Tier gefunden. Es gehört mir. Wo sind meine Sticks hin? Scheiße, wo sind meine Sticks hin, Chat? Meine Sticks sind weg. Was ist das für ein blaues Tier? Keine Ahnung. Hauptsache, es ist was wert.
Ich habe hier einen Waypoint. Ich komme wieder. Ich bringe gleich eine Fackel mit. Wie mache ich das, dass man das jetzt nicht sieht? Behauptest du, dass du die blauen Dinger dir gehört? Du weißt nicht mal, wo man die findet. Ich hab sie nicht geklaut. Warst du nicht dabei im Stream? Das war einfach tausende von Millionen von Blöcken von Dashkes Base entfernt. So, dann kann er mich ja auch nicht hier raiden. Jetzt brauche ich schnell eine Fackel. Ich muss irgendwie Personenschutz für Sonntag einplanen, ne? Damit ich aus dem Versteck zur Base komme. Vergiss eine zweite Leine nicht. Ich wollte sie eigentlich jetzt hier bis Sonntag hier lassen. Maeve hat ein Angebot gemacht? Für einen Hehlerpreis. Am Sonntag. Am Sonntag ist ein Auktionsding geplant, Auktionsevent geplant. Und dann versteigere ich den Fuchs und das blaue Vieh. Wie transportierst du die beiden dahin? Ja, mit zwei Leinen und ich brauche dann Personenschutz. Du willst Dashke bei seinem eigenen Event bescheißen? Das ist unser Event. Dann stehe ich Dashke zur Verfügung zur Suche. Du willst also einem Cheater helfen? Dann bringe ich ihn um. Also nicht den Cheater. Den blauen da. Umbringen hast du mich fast gehabt. Was du machst, ist Geiselnahme. Der kleine Junge war gefangen genommen, wurde gefangen genommen von Dashke. Was Dashke mit ihm macht, ist Sklaverei. So. Was er macht, ist Sklaverei. Er sperrt die da ein in irgendeinem Loch und dann müssen die für ihn 24/7 arbeiten. Und ich hoffe, dass ich ihn an jemanden verkaufen kann, der stark genug ist, um ihn zu verteidigen. Weil ich bin es nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht stark genug.
Die waren nicht eingesperrt. Bei dir ist, ich war bei dir in deiner Farm. Bei dir ist alles eine Sklaverei. Bei dir werden alle nur versklavt. Okay, Jens schon mehrmals geschlagen. Ich kann ihn nochmal schlagen. Wie sind die Koordinaten von Keggy gerade? Ich habe die ausgeblendet. hier, ne? Ich brauche noch eine Leine, ne? Das wird richtig hässlich, yeah. Das wird richtig hässlich. Deshalb, ich muss mich irgendwie smart anstellen, weil ich habe keine Chance. Ich habe halt null Chancen. So. Nimm TNT als Druckmittel, Junge. Kommt! Ich lasse alles in die Luft fliegen! Oh mein Gott, dieses Geräusch. Ja, wer VOD guckt, ist sowieso Cheater. Wir gucken nicht ins VOD. Cheater, wer guckt. Also Deschke. Dass du immer alle Mods installierst, freut mich, ja. Aber man kann die auch konfigurieren. Ich habe keine Zeit zum Konfigurieren. Ich bin Cheater. Ich meine nicht euch. Ich meine Deschke und Maeve. Wenn sie jetzt extra ins VOD gehen und Schritt für Schritt tracken, wo ich hin bin. Ich brauche neue Spitzhacke. Ja, ich muss nur ein bisschen besser verstecken und dann sind wir eigentlich durch für heute. Oh, ich habe hier noch eine Spitzhacke. So. Dein. Du bist hier der Cheater. Ich habe nicht gecheatet. Ich habe nicht irgendwie Deschkes Stream analysiert und ihn gejagt, so wie er das mich bei mir gemacht hat. Ich habe das auf ehrliche Weise gefunden. Ich bin gereist durch die Welt und habe auf ehrliche Weise ein Tier gefunden. Ich habe es nicht geklaut. Ich war nicht mal in der Nähe seines Grundstücks. Und ihr wart alle dabei.
Es ist quasi zu mir gekommen, ja. Es ist mir in die Arme gelaufen. Jetzt gehe ich zurück, beide schauen einfach weg. Die haben mein Loch schon gefunden. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob ich die hier runter bekomme. Mit der Leine. Ja, du kannst Hook Deschke am Sonntag wiedersehen. Dann kannst du ihn wieder sehen. Da siehst du ihn wieder. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn jetzt hier nach unten mitbekomme. Okay, so. So. Der frisst direkt die Leine. Stark, beide weg. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ja, fein. So, ja, wo bauen wir hin? Ich muss auf jeden Fall dann alles wieder zumachen. Am besten mit Clean-Blöcken, ne? Damit man dann nicht sieht, wo ich gebuddelt habe, ne? Es wäre eigentlich auch funny, wenn ich jetzt mir den Nametag hier nehme und ihn noch umbenenne. Ja, die Mine kennt Dash gesaved. Das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich hier reingekommen bin. Das ist eigentlich ein Hinweis, ne? Wenn die dann hier irgendwie unter der Erde buddeln und dann eine Mine finden, dann wissen die, hier ist er irgendwo. Einfach kurz Bildschirm ausmachen. Ja, das Ding ist halt, die Mine an sich ist ja schon sehr, sehr, verrät ja schon sehr viel eigentlich. Ich sollte zurückgehen. Hallo? 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 Ich glaube, der weiß jetzt genau, wo du bist. War er schon mal hier? Hallo? Lava? Okay, jetzt geht's. Ich hätte das Boot mitnehmen sollen, ne? Junge, dieses blaue Scheißvieh. Da war ich noch gestern bei der Lava.
schon 8 Uhr, Mann. Ich muss langsam aufhören. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Es wäre geil, wenn ich die Beine in der Kiste stecken könnte. Und die Kiste dann verstecken. Kommt ihr? Ich meine, die Blöcke sind eigentlich komplett egal, ne? Sobald er halt die Blöcke sieht, dann weiß er sofort, dass ich ja hier bin. Deshalb. Aber was ist, wenn ich jetzt wieder rausgehe, woanders, dann mich in ein Boot reinsetze und dann irgendwo wegschwimme? Das wäre ja, das, was Dash gesagt hat, das wäre ja mega dämlich. Wieso spielen wir dann überhaupt dieses Spiel? Wenn er sich jetzt einfach zu mir porten würde. Das ist eine Höhle. Ja, wenn er sich, genau, wenn er sich schon hier hincheatet, dann kann er sich auch direkt einen zweiten Hock selber heraufbeschwören. Dass er überhaupt mich gejagt hat. Dass er mich überhaupt gejagt hat per Stream-Sniping, das ist eigentlich schon ein Verbrechen. Ich finde, wir sollten Sonntag keine Auktion machen, sondern eine offizielle Gerichtssitzung. Anklage Stream-Sniping. Einfach direkt Hinrichtung. Scheiße, der kleine Scheißfreak buddelt sich da jetzt irgendwo fest. Ja, die Schwachen wurden immer ausgelacht. Die Schwachen wurden immer ausgelacht. Und du kannst mich auslachen, Johannes. Mach dich ruhig über mich lustig. Find mich eklig, lach mich aus. Aber das nährt mich. Dadurch werde ich nur stärker. Alles gut? Alles gut, er lebt.
Ich habe selbst keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Koordinaten dann, ne? Ich werde jetzt den ganzen Server ausbuddeln. Scheiße, da, fuck! Müssen laufen. Jetzt landest du gleich beim Spawn. Beide weg! Diese scheiß Freaks! Sei frei, Kyuubi. Nee. Mann! Dieser kleine blaue Freak ist so anstrengend, ne? Eigentlich wäre das einzige Happy End für Hock, indem ich ihn einfach freilasse. Er ist ein Freigeist. Du wolltest ihn töten. Ich wollte ihn natürlich nicht töten. Das war Druckmittel. Das ist das Einzige, was ich habe gegen Deschke. Hä? Wieso wurde ich geportet? Wieso springe ich höher? Hä? Mein Kyuubi ist weg. Oh, da hinten. Was war das denn? Junge, was ist mit dem Kyuubi los? Das war ein Lag. Gezielte Server-Lags. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Das sind doch das dumme Scheißbrot. Sogar das Abbauen laggt. Ich kann es nicht einsammeln, es laggt. Gleich bricht der Server zusammen. Ja, wir hatten ja heute schon mal irgendwie einen ziemlichen Server-Down. Nein, nicht beide. Setz dich doch rein! Weil der Anbieter auf neue Hardware gezogen ist, okay. Offensivdrohnen 3 bis 7 wurden gerade in deine Richtung gelauncht. Deswegen der Lag. Ach so. Es laggt, weil Deschke gerade ganz viele Taurus-Dämonen spawnt.
Gleich komme ich um die Ecke und dann sind da so eine so 100 Taurus-Dämonen. Ich würde gerne echt wissen, welche Koordinate ich gerade bin, ne? Wo sehe ich die? Ah, ich glaube da. Einfach Warden zu mir porten. Der Warden ertrinkt hier. Lies die Koordinaten in den Augen ab! So, ich parke hier gleich. Und dann sind wir für heute fertig. So. Nein! Der Hund hat halt mein Boot im Mund! Okay. ASMR Minecraft, ja. Da müssen wir jetzt durch, einmal kurz. So, und dann, wenn ich die ins Boot reinsetze, dann despawnen die ja nicht, ne? Wenn ihr jetzt ins Boot gehen würdet. Wenn ihr jetzt ins Boot gehen würdet. Ey, der geht nicht ins Boot! Ich hasse diesen kleinen Blauen, ne? Er weicht dem Boot immer aus. Oh, er ist drin. Okay. So, ich stelle mir hier so einen Waypoint auf. Ich weiß nicht, ob den man jetzt sieht oder nicht. Ob der jetzt versteckt ist oder nicht. I don't know. Oh. So. Okay. Dann sind wir fertig eigentlich. Ich hab eigentlich heute geplant, dass wir eigentlich ein paar Tierchen suchen. Ich weiß nicht, wie man ihn öffentlich stellt. Wir wollten heute ein paar Tintenfische eigentlich suchen und vielleicht einen Unterwassertempel machen. Aber die Pläne haben sich ein bisschen geändert. Und wir haben jetzt auf jeden Fall etwas für Sonntag, für den Auktionstag. Das wird dann funny. Ich habe einen kleinen Fuchs am Start und einen kleinen blauen Jungen am Start, den ich Sonntag dann anbieten kann an der Auktion. Ich hoffe, die verhungern bis Sonntag nicht, die beiden. Das werden die schon überleben, ne? Und dann mal schauen. Dann mal schauen, wer ihn kauft.
Das hört sich so falsch an. Die verhungern nicht in meiner Base. Junge, heute nach dem Stream. Nochmal weiter verstecken.